Messen zuerst mit der mitgelieferten Messlehre, wie dick ist mein Material überhaupt. Wir haben jetzt hier eine 18 mm Leimholzplatte und bei mir fällt jetzt eben das Werkstück auf das Feld 19. Was genau diese einzelnen Felder an Bedeutung haben, findet ihr auch in der Beschreibung. Im Grunde setzen sie eigentlich nur das fest, was ihr einstellen müsst und welche Schraubenlänge ihr verwenden sollt. Haben den Bohrer mit der eingravierten Zahl und wichtig ist, wir müssen darauf achten, dass das Fenster uns die Zahl anzeigt. In dem Fall die 19. Und die Bohrschablone. Dazu habe ich jetzt hier links und rechts jeweils graue Schieber, die ich einfach lösen kann und passe mir das Ganze eben auf meine exakte Einstellung an. Wir haben jetzt hier 19. Serie. Ich kann mir meine Bohrschablone an mein Werkstück anpassen. Die ist jetzt in dem Fall ein bisschen zu breit. Aber durch ein paar Klicks mache ich die eben passgenau für meine schmale Leiste. Wir legen es an, klemmen es fest und jetzt können wir losbohren. Jetzt hier 19. Wir legen das Werkstück einfach rein und können dann mit dem Griff das Werkstück festspannen und können jetzt sofort loslegen mit dem Bohren. Dritter Schritt, das Einstellen der Schablone entfällt in dem Fall, weil das System macht es automatisch. Ich lege einfach das Werkstück rein und spanne den Hebel einfach runter. Voilà! Stück fest spannen und können jetzt sofort loslegen mit dem Bohren. Einmal lösen. Fertig. Wie man sehen kann, gemeinsam viele Varianten probiert. Schlussendlich haben wir eben diese Taschenlöcher jetzt hergestellt. Und ich würde sagen, wir verbinden das Ganze. Am besten natürlich mit der Zwinge ausrichten, fixieren und dann mit den passenden Schrauben am besten verbinden. Das Ganze funktioniert natürlich noch besser, wenn man es auf der Werkbank fixiert, aber ich glaube, hat trotzdem gut funktioniert. Oh, das ist aber echt fest. Halleluja.